Also, herzlich willkommen zur vierten EM-Spezial-Podcast-Folge hier im FAIR. Herzlichen Dank an Chris wieder mal für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und haben heute einen neuen Gast. Das ist der Leon. Hallo Leon. Hi Leon, vielleicht erzählst du uns ganz kurz so ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst und warum du heute gern am Podcast teilnehmen möchtest. Also ich bin Leon, bin 12 Jahre alt, komme aus Berlin und warum ich hier bin, ist, weil ich gerne mal einen Podcast drehen möchte, also dabei sein möchte und so. Ja, und du wolltest jetzt ganz speziell beim Thema Fußball mit dabei sein, warum? Weil ich Fußball sehr mag, seitdem ich 2 bin, spiele ich auch schon Fußball und ja. Du spielst selber im Verein? Nein, nicht im Verein, sondern so freizeitlich. Freizeitlich, okay. Und wo spielst du da am liebsten? Auf dem Fußballplatz. Mhm. Also so Kita Katze Maus oder so Nordost oder so, ja, okay. Wenn die halt offen haben. Hier in Marzahn? Ja. Ja, okay. Super, dann eine generelle Frage an dich. Wie hast du bisher die Europameisterschaft verfolgt? Wo guckst du die Spiele? Wo hast du sie gesehen? Wie gefällt's dir? Genau. Also ich habe die EM schon ein bisschen verfolgt. Ich habe halt ich habe verschieden geguckt, also nicht im Stadion, sondern halt woanders halt. Bei Geburtstagen habe ich das EM-Eröffnungsspiel zum Beispiel geguckt. Und das war jetzt das erste Spiel, also gegen Schweiz war das. War das erste Spiel, wo ich zu Hause geguckt habe. Gegen die Schweiz, Deutschland ja. Gegen die Schweiz. Das war jetzt am... Das war letzte Woche Freitag? Sonntag, richtig. Sonntag, das war ja. Am Sonntag, genau. Ja, es gibt so viele Spiele, man kommt durcheinander. Ja. Jedenfalls geht's mir so. Was hast du für einen Eindruck von der deutschen Mannschaft? Beziehungsweise die Frage, die ich da vorstellen möchte, ist, welche Mannschaft unterstützt du oder welche Mannschaft interessiert dich am meisten? Mich interessiert am meisten natürlich Deutschland. Okay. Aber auch irgendwie so Spanien und so Frankreich. Weil Frankreich irgendwie, die spielen irgendwie richtig schlecht diese Saison, also diese EM. Bis jetzt meinst du, ja? Ja, bis jetzt, weil irgendwie die verlieren, also die spielen halt fast die Konter nicht richtig aus und deswegen ist halt das Ergebnis zum Beispiel gegen Serbien, war das, oder? Oder war es ein anderes Spiel? Nee, das war England, sorry. Ja, aber sonst haben die eigentlich jetzt auch nicht so gut gespielt, meiner Meinung nach. Spanien finde ich sehr gut, diese Europameisterschaft, weil die halt die einzigste Mannschaft ist, die mit 9 Punkten, also alle 3 Siege. Ja. Alle 3 Gruppenspiele gewonnen hat, ja. Ja, gewonnen haben. Und sonst verfolge ich jetzt, also unterschätze ich jetzt nicht so. Ja. Hast du gestern noch ein Spiel gesehen zum Beispiel? Nein, aber ich habe die Ergebnisse gesehen. Zum Beispiel Georgien gegen Portugal 2-0. Ja. Hat mich richtig überrascht. Ja. Auch, also da ist ja mein Idol Ronaldo drin. Okay. Und deswegen fand ich es halt so richtig komisch, dass sie gewonnen haben. Ja, das war überraschend. Ja, das stimmt wohl. Dadurch ist Georgien auch weitergekommen. Ja. Ne? Jetzt ist die Gruppenphase beendet. Also gestern Abend wurde die Gruppenphase beendet. Und wir haben ab Samstag die ersten beiden Achtelfinals. Im Achtelfinale steht Deutschland gegen Dänemark. Was ist deine Prognose, beziehungsweise was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen? Ist schwierig, weil also Dänemark hatte schon gut gekämpft, also hat schon gut gekämpft, auch gegen England. Und wir haben halt jetzt nicht so eine krass schwere Gruppe gehabt. Wenn wir halt so spielen wie gegen Schweiz, dann wird es, glaube ich, nichts. Hey, dann gehst du davon aus, dass Deutschland verliert gegen Dänemark? Ja, weil gegen Deutschland habe ich ja das Spiel geguckt und das war gegen Schweiz. Ja. Und das war für mich nicht ausreichend und irgendwie weiter als Viertelfinale, also weiter als Achtelfinale zu kommen. Ja. Aber Phil Krug war ja vom Anfang an nicht dabei. Ja, das ist auch ein Thema, warum da Havertz drin ist, obwohl er auch gegen Ungarn nicht gut gespielt hat. Mhm. Also meiner Meinung nach. Ja.
Ja, die wollten die schon. Das war halt kein Spiel, was sie gewinnen mussten. Um halt. Die waren schon im Achtelfinale. Und dann schonst du natürlich deine besten Spieler. Ich glaube, die sind erst nach dem zweiten Spieltag im Achtelfinale gewesen. Also richtig. Ja. Genau, der zweite Sieg war ja schon gegen Ungarn und damit waren sie safe im Achtelfinale. Na, meine ich ja. Und dann setzt du halt nicht deine besten Spieler ein. Gegen die Schweiz dann, meinst du? Genau, um halt Verletzungsrisiko zu vermeiden, weil die brauchst du im Achtelfinale auf jeden Fall. Naja, Havertz hat doch aber gespielt gegen die Schweiz, ne? Ja, aber sowas wie Füllkrug, der als Joker reinkam und dann das 1-1 noch geschossen hat. Ja. Da hat er auch nichts dagegen, hat Füllkrug gesagt, dass er jetzt erstmal. Hat er nichts dagegen, nee. Wenn er da noch ein Tor schießt, dann hat er nichts dagegen, ja. Na, genau, das ist auch mein Eindruck, dass Füllkrug dann auch so eine Joker-Rolle definitiv übernehmen kann. Das Thema hatten wir schon so ein bisschen mit Max beim letzten Mal, bei der letzten Folge. Der war da der gleichen Meinung. Liebe Grüße an Max und gute Besserung. Nur mal so am Rande. Und dann würde ich dich fragen wollen, wer ist dein Lieblingsspieler aus dem deutschen Team? Aus dem deutschen Team? Ja. Ist für mich meiner Meinung nach Florian Wirtz. Florian Wirtz? Ja. Okay, warum? Weil ich seine Spieltechnik sehr mag. Hm. Und ich habe auch gehört, dass er ein sehr sympathischer Typ ist. Sympathischer junger Mann ist, ja? Ja. Wer ist dein Lieblingstorwart aus der deutschen Mannschaft? Manuel Neuer. Manuel Neuer ist Number One. Ja, also würde ich ihn auch aufstellen, auch wenn er jetzt zum Beispiel gegen Real Madrid oder gegen Griechenland halt zwei Patzer gehabt hat, aber trotzdem ist er für mich der beste Torwart. Ja, auch besser als Ter Stegen. Ja. Mhm. Und dein großes Idol ist Cristiano Ronaldo, hast du gesagt. Ja. Wie kommt's dazu? Ich habe früher mal seine Spiele geguckt und auch von Messi, aber halt nur eins. Okay. Ich habe einmal Ronaldo gesehen und habe mir gedacht, das ist direkt mein Idol. Okay. Da war ich halt noch klein und habe ich mir einfach gedacht, das ist jetzt mein Idol. Guter Mann. Ja, ja. Spielt verdammt gut Fußball. Ja. Hat auch zu der Zeit. Ja, also er ist immer noch ein Top-Spieler, keine Frage. Auch wenn er jetzt schon 39 Jahre alt ist, ist er einer der besten, meiner Meinung nach auch immer noch einer der besten aktiven Fußballer. Und bist du dementsprechend auch Portugal-Fan, weil er ja nur Portugiese ist? Ja, also es geht. Ich interessiere mich nicht so krass für die portugiesische Nationalmannschaft. Klar, da sind halt so Spieler wie Bruno Fernandes oder Bernardo Silva drin, die halt richtig gut sind, oder Ruben Dias. Aber halt, ich habe mir halt ein Trikot geholt, auch von Portugal. Ach so, dann doch. Ja, aber halt nur wegen Ronaldo so. Ja, mit der 7 drauf. Ja, mit der 7 drauf. Weil ich mich ist halt nicht so krass. Entschuldigung, ist das ein Cristiano Ronaldo Trikot? Nein, das ist ein Real Madrid Trikot von Vini Junior. Ach, von Vini Junior. Super. Hab sogar zwei. Also ich habe jetzt das von der neuen Saison. Ja. Auch nochmal das Trikot von Vini Junior. Ja. Ja, also das sind meine zwei Real Madrid Trikots. Ah ja, du hast zwei, ja. Vini Junior spielt jetzt gerade in der brasilianischen Nationalmannschaft in der Copa America, richtig? Ja, aber die verfolge ich nicht so. Also ich habe das erste Spiel, also ich habe es nicht gesehen, aber das war ein 0-0 gegen Costa Rica. Das ist leicht enttäuschend für das brasilianische Team, meiner Meinung nach. Oh. Ja, sind in einer Gruppe mit Kolumbien, Costa Rica und Paraguay. Und Kolumbien hat schon das erste Spiel gewonnen, 2-1 gegen Paraguay. Also das Spiel Brasilien gegen Kolumbien, das wird sehr interessant. Und dann wollen wir mal sehen, wie Vinny sich dann da macht, oder? Also weiterhin. Ja. Ja, genau. Juti, eine Frage noch. Auf deutscher Ebene, Clubs aus der Bundesliga, mit wem sympathisierst du da am meisten? Wahrscheinlich werden mich irgendwelche jetzt kritisieren oder so. Aber für mich ist halt mein Lieblingsclub Hertha BSC. Jawohl. Super. Ja, Dito. Weil ich halt auch. Weil halt meine, fast meine ganze Familie Hertha-Fans sind. Also mein Bruder, mein Vater, also meine zwei Brüder. Meine Mutter nicht. Ja. Und meine Schwester, ja, geht. Ja. Okay, ja, komischerweise, dass sogar du das schon sagst, man wird als Hertha-Fan kritisiert, ne? Das passiert einem doch recht oft, dass man
irgendwo hingeht und dann redet man über Fußball völlig selbstverständlich und dann so, ach so, ja, was ist denn dein Club oder dein Verein? Und wenn du dann sagst, Hertha BSC, ist immer so, ach nee, die warum? Ist das nicht. Und, sind die so schlecht? Naja, momentan spielen sie in der zweiten Bundesliga, aber die, ich meine, was heißt schlecht? Die waren erste Bundesliga jahrelang, sind des Öfteren abgestiegen, ja, das ist richtig, haben aber auch zwischendurch mal in der Champions League zum Beispiel gespielt oder auch in der Europa League auch mal gespielt. Das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her. Ich glaube, die größte Kritik richtet sich so auf Vereinsführung, Umgang mit Geld, Sponsoren, dass die im Olympiastadion spielen. Nee. Ja, der Präsident ist gestorben. Ja. Stimmt, da kenne ich jemanden, der den kennt. Ah ja. Genau. Ich kenne niemanden, der ist gut befreundet mit der Frau von ihm. Okay. Und das war sehr traurig. Ja, ja, das war ein Schock. Krass. Und man hat durch viele andere Vorfälle auch so den Eindruck, Hertha kommt einfach nicht zur Ruhe. Da passieren neben dem Platz einfach zu viele Sachen, dass sich die Mannschaft, die sportlich erfolgreich sein soll, einfach nicht auf das Spiel konzentrieren kann. Das hat man manchmal so den Eindruck. Also Union passiert auch nebenbei viel, oder? Keine Ahnung, die bauen jetzt ein neues Stadion. Ja, wollen die aber schon lange. Also die alte Försterei. Die bauen um. Ja, aber okay, das ist ja fast ein neues Stadion, wenn dann irgendwie nochmal, hast du ja doppelt so viel Zuschauer fast dann. Genau. Okay, das habe ich nicht so mitbekommen, okay. Ja. Ja, ich meine, klar, Stadionbau ist was Positives, bei Hertha passieren nicht so viele positive Sachen. Und das zieht den Club so ein bisschen, nicht in Dreck, aber es hinterlässt bei vielen leider einen komischen Eindruck, wenn man sagt, ich bin Hertha BSC-Fan, dann ist immer direkt das Gesicht lang von dem Gegenüber. Ist auch völlig okay. Gewöhnt man sich dran, oder Leon? Ja, also, das stimmt. Ja. Ist doch leider, also ich hätte halt gewünscht, dass sie halt auch gegen Union auch mehrere Spiele gewonnen hätten. Mhm. Weil ich habe ja einen Freund, der ist Oscar und seine Familie ist halt Union-Fan. Ah ja. Und dann hat mich halt der Vater von da so immer so Späßchen gemacht, so, also, na, hat Hertha verloren. Und so, und irgendwann habe ich mir gedacht, irgendwann kommt die Rache. Ja. Und dann war es fast so weit, letzte Saison, und dann haben sie es in der letzten Sekunde doch noch geschafft. Okay, also, wie war das dann? Hat dann Hertha gegen Union gewonnen oder unentschieden gespielt, oder? Nee, das war halt, wo die halt eigentlich absteigen sollten, ja. Union. Ja. Aber dann gegen Freiburg, letzter Spieltag. Ich glaub, jetzt erst im Sommer, also vor der Europameisterschaft sozusagen. Ja, da haben sie ja 2-1 gegen Freiburg gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und damit sind sie halt wegen Bremen halt noch, glaube 15. oder 14. geworden. Ja, naja, die haben sich gerettet sozusagen, ja, genau. Grandios. In der alten Försterei war das doch sogar, oder, glaube ich? Ja. Ja. Also, wow. Was ein Finish. Ja, super. Jetzt haben wir hier schon mal die Achtelfinals sozusagen aufgelistet. Danke, Chris. Ich würde jetzt einfach mal so durchfragen, was du denkst. Übrigens gibt es heute auch noch die neuen Tippzettel hier im Fair für die Achtelfinals, dass sich jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Teilnehmer einen wegnehmen kann und fleißig tippen kann. Bonustipp ist, wer wird Europameister? Dafür wird es dann 10 Punkte geben extra, wenn man das richtig getippt hat. Und dann frage ich dich jetzt einfach mal, Leon, was du von den Spielen denkst. Ich finde, das sind sehr schöne Begegnungen, weil die irgendwie, also manche haben einen besonderen Touch. Und zwar Schweiz gegen Italien, könnte man fast sagen, ein Alpenduell. Was denkst du über diese Partie? Also Schweiz ist schon stark, muss ich ehrlich sagen. Italien aber auch. Und ich würde so auf ein 3-1 für Italien gehen. Okay, das ist dann ein recht eindeutiger oder deutlicher Tipp, ne? Ja, weil ich finde halt einfach, Italien ist viel, viel besser als Schweiz. Mhm. Auch wenn Schweiz stark ist, aber trotzdem wird es nicht reichen. Okay. So, dann hätten wir, ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach, Deutschland gegen Dänemark. Am Samstag. Habe ich mich schon so nachgedacht, auch zu Hause und so. Und da würde ich so ein 2-1 für Deutschland tippen. Okay. Gegen Dänemark. Deutschland, Dänemark 2-1. So, dann haben wir England, Slowakei. Slowakei haben sich ja auch noch gerettet, ne? Beim dritten Platz, glaube ich, war das. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, also irgendwie haben sie sich quasi
quasi qualifiziert, genau. Mhm. Da sag ich 1-1, 90. Okay. Minute. Ja. Also 90 Minuten und dann in der 99. Minute macht dann England das 2-1. Okay, und macht es dann Harry Kane oder Jude Bellingham? Oder Kieran Trippier? Es macht Harry Maguire. Harry Maguire ist leider nicht im Team. Achso, oder? Nee. Wirklich? Ah, ich hätte mich ja gefreut, aber... Wirklich? Nee, der ist leider nicht dabei. Ah, mh. Ja. Dann macht's, ist Luke Shaw dabei? Luke Shaw, gute Frage, ich glaube. Ich weiß es nicht, mir ist so, als wenn er nicht dabei ist. Dann nehme ich Harry Kane, ja. Harry Kane macht die Bude, ja. Zum 2-1. So, dann hätten wir Spanien gegen Georgien. Spanien gegen Georgien. Boah. Ich glaube, das wird... Sorry an Georgien, aber es wird so 4-0 sein. Ui, eindeutig. Wie gefällt dir Spanien momentan? Ich meine, das sehr, ist ja ein Top-Favorit quasi mit 3 Siegen jetzt. Also, es hat mich sehr überrascht, dass die 3-0 im Auftaktspiel gegen Kroatien gewonnen haben. Ja. Das war... Ja. Das war eine auch, Ansage, ne? Auch, dass sie eigentlich einen Elfer bekommen haben, die Kroaten, aber Hans da noch ein zurückgenommenes Tor, weil war ja erstmal, der Elfer war ja erstmal verschlossen und dann wurde es irgendwie dann zurückgenommen. Ja. Weil, also ist Spanien auch einer deiner Favoriten auf den Titel? Ja. Ja? Okay. Dann hätten wir auch schönes Duell, Frankreich gegen Belgien. Das ist schwierig, ne? Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, Belgien ist ja auch Zweiter geworden. Wenn ich mich nicht täusche. Oder Erster. Ich bin mir auch nicht sicher. Also, aber immerhin ist das jetzt das Spiel. Von daher sind sie qualifiziert. Sag ich mal 3-2 für Frankreich. Okay, also Belgien macht auch 2 Tore, ja? Ja. Und... Wer macht die Tore? Was denkst du? Also ich meine, wir haben da ja etliche Superstars in beiden Teams. Ich würde sagen, der Ninja Turtle Mbappé macht 2 Tore. Okay. Und dann macht noch Giroud. Giroud, okay. Ja. Und für Belgien? Für Belgien kenne ich nicht so viele. Wir haben Lukaku. Ja, dann würde ich Lukaku sagen. Und Kevin De Bruyne haben wir auch noch. Ja, De Bruyne. Auch gut, ne? Telemans. Ja. Hätten wir auch noch. Ich würde sagen... Xavi Simons ist Holländer. Ja, ich würde sagen, es macht einmal Lukaku und einmal De Bruyne. Okay, die beiden Topstars für ihr Team. So, jetzt haben wir Portugal gegen Slowenien. Wie viele Tore macht Chrissy? Ich würde sagen, 1 macht Cristiano Ronaldo. Trotzdem gewinnen sie 3-1. Okay. 3-1 für Portugal, recht eindeutig. So, dann haben wir auch noch ein interessantes Spiel mit Rumänien gegen Niederlande. Also Rumänien hat mich sehr überrascht, dass sie weitergekommen sind. Mhm. Zweiter oder Erster weiß ich jetzt nicht. Aber was ich noch sagen kann, alle, also die Gruppe, welche Gruppe war das? Gruppe von Rumänien? Ja. Da war Ukraine mit dabei. Ja, und die haben halt alle 4 Punkte. Ja. Das war halt. Da ist Belgien mit dabei War da Belgien? Belgien war da dabei. Ja, mir ist so. Deswegen habe ich halt so überlegt. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Rumänien verliert. Mit 2-0. Gegen Holland, ja. Ja, 2-0. Gegen Holland. Ja. Bin gespannt, wirklich. Das ist sehr interessant. So, und das letzte Achtelfinale wäre dann Österreich gegen die Türkei. Auch einfach ein geiles Match, meiner Meinung nach. Finde ich auch. Aber ich sag, dass die Türken weiterkommen. Okay. Das nehme ich mit einem 2-1. 2-1 gewinnt die Türkei gegen Österreich? Ja, 90 plus 4. 90 plus 4, okay. So. Wer werden die Torschützen sein? Doppelpack Çalhanoğlu. Okay. Und für Österreich? Astronautovic? Nein. Marcel Sabitzer. Okay. Allerdings muss ich dazu sagen, Österreich hat 3-2 gegen Holland gewonnen, ne?
Das, ja, das weiß ich. Das hat mich sehr überrascht. Aber ich bin trotzdem das. Ja, die Türken machen's, meinst du, ja? Ja. Ah, okay. Juti, das hätten wir. Wie sieht's denn aus mit zum Beispiel einem Besuch der Fanmeile? Würdest du das gerne mal machen? Ist da deine Familie offen für? Hättest du Freunde, mit denen du das machen könntest? Gibt's da Interesse oder ist dir das überhaupt nicht wichtig? Also Fanmeile würde ich schon mal gehen. Ja. War ja mein Bruder letztens. Okay, wie alt ist denn dein Bruder? 19. 19, okay, also nee, der ist schon erwachsen. 18. Der ist schon erwachsen und kann sozusagen auch schon alleine gehen. Ja. Würde er dich mitnehmen? Er wollte mich mitnehmen, aber er hat halt gesagt, dass halt so viel, so große sind, dass so ich das Menschen halt wahrscheinlich nicht sehen werde. Achso, dass die Leute so groß sind und du wirst nichts sehen, wenn du dann mit in der Menge stehst? Ja. Und hat er dir danach davon erzählt, wie es war? Ja, er hat gesagt, dass es ganz gut war. Ja. Das ist, glaube ich, so eine große Leinwand oder so war das. Und ja. Ja. Dass es sehr cool war. Okay. Und beim nächsten Mal würde er dich eventuell dann doch mal mitnehmen oder eigentlich nicht so? Oder habt ihr nicht drüber geredet? Haben wir danach nicht mehr drüber geredet. Okay, aber deinerseits wäre Interesse da. Ja. Dann doch mal hinzugehen einfach mal. Schön, 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 das klingt gut. Ja. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch was erzählen möchtest oder eine Meinung hast oder einfach nochmal generell zum Thema Fußball oder Europameisterschaft was sagen möchtest, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht sogar nächste Woche nochmal wiedersehen. Da wäre es super, wenn denn der Max wieder dabei wäre. Hoffe ich auch. Genau, und dein Kumpel Tobi. Ja. Wenn der dann Zeit hat und Lust, dass wir hier mal eine große Runde machen. Vielleicht auch einfach mal dann, wenn Luca Zeit hat, wieder mit Luca. Genau, Demi kommt vielleicht auch noch vorbei. Ja, der auch super. Auch. Cool. Ja. Nächste Woche Freitag, 16 Uhr war das? 15 Uhr. 15 Uhr. 15 Uhr wäre super. Okay, das war richtig laut gerade. Das war laut, ja. Schauen wir mal, was jetzt gleich noch passiert. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, weil da kommt auch nochmal ein Drehteam. Und ein Drehteam? Ja, für einen Werbefilm. Na, dann kommt aber auch trotzdem noch ein Fußballteam. Also, oder? Würde ich auch sagen. Gut, alles klar. In diesem Sinne viel Spaß bei den Achtelfinals. Lieber Leon, danke Chris für deine technische Unterstützung für alles. Und wir hören und sehen uns nächste Woche. Okay. Ciao, ciao. Ciao.